Dich ignoriere ich mal. Ich ignoriere das jetzt alles mal. Verpisst euch. Komm, sterbt. Oh, 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 okay. Das hat sich gelohnt. Aua, aua. Schnell einfach durchlaufen. So viel dazu. Ich muss... Oh, wieso schleimen die einen denn zu? Verpiss dich. Okay, warte. Geht's hier wieder runter? Anscheinend ja. Ah! Sehr geil! Ich hoffe, das bleibt dann auch offen. Eine Prismascheibe! Huhuhuhu. Wie gut! Ich liebe alles! So, was ist das? Warte mal. Verstehe ich das gerade richtig? Ich kann jetzt das hier hinlegen. Und dann? Umschmieden. Nur geschmiedete Gegenstände und kombinierte Ringe können umgeschmiedet werden. Warte mal. Okay, so richtig verstehen tue ich es noch nicht, aber ist auch erstmal egal. Platziere, warte mal, platziere die Waffe oder das Werkzeug in den linken Schacht. Platziere den Edelstein in den rechten Schacht. Du kannst auch zwei Ringe kombinieren. Warte mal. Okay, ich peil's noch nicht. Aber ist auch egal, wir haben das jetzt erstmal freigeschaltet. So, dann dampfe ich hier mal ab. Ich hoffe, die Tür bleibt offen, dass man sich nicht jedes Mal wieder durch die Höhle arbeiten muss. Und was ist mit dir? 5 Walnüsse, Brücke bauen. Ja komm, scheiß drauf. Machen wir das. Dann brauchen wir da nicht jedes Mal wieder... So, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das bleibt so, dann können wir uns erstmal zurückporten. Okay, wir haben jetzt diese Schmiede. Aber wie gesagt, ich peile die noch nicht so richtig. Aber wird wahrscheinlich noch. Okay. Die Solaressenz. Den Spaß. Dann haben wir... Das. Die würde ich gerne abgeben und das. Die würde ich dem Museum spenden. Dann haben wir die eine Sammlung schon mal komplett. Ja. Zack. Eben kurz den hier machen. Okay. Steine. Erstmal den Schleim. Die Pilze. Ah, dann ist die Kiste halt zugeklumpt, ne? Ich würde aber gerne die Ananassaat hier noch reintun. Ja. Hier ist doch noch mehr Platz. Ist doch besser, die dann hier rein zu sammeln. Warte mal. Dann packe ich die mal hier rein. Okay.
So, die Prismascheibe können wir dann bei unserem Dings abgeben. Wo ich die Knochenfragmente habe, weiß ich nicht. Mache ich jetzt einfach so. Und ja. Irgendwann in den Kühlschrank. Aber ich würde gerne noch weiter in der Höhle Sachen abbauen und so. So, Ingwer. So, gute Nacht, Stardew Welt. Das ist ja mega aufregend, ey. Wobei wir jetzt halt auch gut Nüsse investiert haben, ne? Okay, unser Sohn ist nicht hier. Spiel ist gerade wieder am hakeln. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß leider nicht, woran es liegt, ey. Könnte am Rechner liegen, könnte an OBS liegen. So, Pegasus, ich hoffe, du hattest gestern schön. Zack. Zack. So, das würde ich dann gerne abgeben, heute noch. Also auch bevor wir auf die Insel gehen da. So, euch ignoriere ich gerade mal. Euch nicht. Okay. Neues Küken geschlüpft. Jetzt habe ich leider den Namen. Ich glaube, Jule war es, ne? Von dem verkauften Huhn. Würde ich dann einfach mal wiederholen, den Namen. In der Hoffnung, dass das jetzt hier wieder ein weißes Hähnchen ist. Wo ist es? Da. Vielleicht wird es ja auch ein blaues. Wir werden sehen. So, dann direkt wieder eins in den Breeder. Raus hier. Heute ist bestimmt was fertig. Ne, gut. Das ist gut. So. Bei den Früchten hier könnte ich mir jetzt allerdings vorstellen, dass die fertig sind. Ja, gut, dann ernten wir die jetzt auch ab. Vielleicht gehen wir dann heute auf die Insel, aber wir werden dann nicht viel schaffen. Aber das kann man sich ja dementsprechend dann denken. Das mit der Vulkanschmiede ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Sache. Dennoch bin ich jetzt ein bisschen am Rätseln, wo wir noch so viele weitere Nüsse herkriegen sollen. Deswegen glaube ich, in der Höhle wird man noch die ein oder anderen kriegen können. Na, guck mal, da haben wir glatt was übersehen. So, und dann mal gucken, wie lange das immer dauert, bis die nachwachsen. Weil Sternfrüchte gingen ja verhältnismäßig doch schnell, sag ich mal. Ja, und theoretisch können wir dann auch bald den Vergleich ziehen. So müsste alles abgeerntet sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz vergucke. So. Ja. Die würde ich dann noch kurz unten in die Hütte bringen, weil das ist ja so der Plan. Ja, warte mal, wenn wir den Tag jetzt aber eh quasi verdoppeln, gucke ich auch gleich, ob Mani da ist. So. Mache ich jetzt mal direkt. Vielleicht gehen wir auch heute nicht auf die Insel. Mal gucken. Warum muss ich jetzt allen Ernstes die Scheiße aufsammeln? Koralle, ey.
Wir brauchen nur eine Heizung. That's it. Glück gehabt. Dankeschön. Ja, eigentlich können wir uns auch schon beinahe um unsere Tiere dann heute kümmern, aber... Komm, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin... Lass mich mal kurz durch hier. So. Gut. Jetzt ist der Stall aber fertig. So, dann schnell ab zum Kühlschrank. Geil, ey, wir haben gleich eine vollständige Sammlung von Mineralien. Ach Quatsch. Nee. Hier. Genau. So. Apfel. Das sind aber wieder Silberäpfel. Wo waren die nochmal wieder drin? Hier. Hallo Frauski. Singvogel Richtung Westen. Alles klar. So. Prismascheiben kann man, soweit ich weiß, leider nicht vervielfältigen, ey. Aber ja, ich würde die jetzt sowieso erstmal abgeben. Ist die Frage, reite ich da jetzt direkt hin oder? Eigentlich gehopst wie gesprungen, glaube ich. So. Na, gucke mal. Hier sieht die eigentlich voll schäbig aus. Eigentlich wäre da oben cooler gewesen, wo die anderen ganzen Sachen liegen. Ich pack die hier hin, weil die special ist. Wie, dafür gibt's nicht mal eine Belohnung? Die Scheißscheibe ist fucking selten, Alter. Ach Mann, ey, Spiel, ehrlich. Und Wix Frosch Gunther freut sich wieder, weißt du? Hahaha, der Idiot hat wieder was Seltenes hier abgegeben. Irgendwann mache ich mich damit von dann. So. Eigentlich dummer, ich hätte jetzt auch zu Fuß noch die paar Meter gehen können. Na, ist egal. Wir gehen jetzt trotzdem rüber, weil ich würde Professor Snail... dann gerne noch die Fledermaus spenden. Dann kriegen wir vielleicht eventuell wenigstens eine Nuss oder so. Und wir können dann noch einmal raten. Ansonsten lohnt sich die Insel zeitlich heute eher weniger. Aber ist auch wurscht. Ist eigentlich auch wurscht. So. Hab einen schönen Pegasus. Hallo Krebs. Muss ja nicht gleich hektisch werden. Und er so, doch, ich bin hektisch. Aha. So. Okidoki. So. Oha, hier regnet's. Oh, wer bist du denn? Hallo? Oha. Hat er mal einen Amethyst fallen lassen? Okay, Ausgrabungsstätte. Obwohl, warte mal. Nee, komm, ich weiß nicht, ob der Professor ab einer bestimmten Uhrzeit irgendwie schläft oder so. Ich würde sagen, eigentlich können wir hier die Steine kurzzeitig abmachen. Vielleicht finden wir dann noch ein weiteres Fossil oder so. So, erstmal spenden. Das
Zack. Nice. Du hast dich selbst übertroffen, Paule. Dies ist eines der reinsten Exemplare, die ich je gesehen habe. Danke. Wenn man bedenkt, mehrere Generationen sind vergangen, während diese kleine Knochen unter der Erde verborgen lag. Jetzt gehört er mir. So. Dann können wir hier nochmal raten. Ich hatte gesagt 16, sagen wir mal 17. Hm, diese Zahl passt überhaupt nicht. Ja, danke für gar nichts, du Pissnase. So. Okay. Da oben kommen wir auch immer noch nicht hin. Da habe ich auch noch gar keine Ahnung, wie wir da überhaupt hinkommen sollen. Wenn ich ehrlich bin. Gar keine Ahnung. Absolut nicht. So, dann. Dann Mantau. Vielleicht finden wir ja noch. Ja, cool. Einen Fuß haben wir gefunden. Den haben wir ja schon. Eine Hüfte oder was ähnliches wäre ganz cool. Warte mal ganz kurz. Das haben wir aber auch schon 3 Millionen Mal gehabt, ne? Ja. Ja, das brauchen wir halt dann dementsprechend auch nicht mehr. Ah, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Wenn wir jetzt eh schon hier sind. Machen wir das einfach mal. Geil, Omnis. Omnis sind nicht verkehrt. So. Dann haben wir hier noch ein gutes Ingwerchen. Ja, wie gesagt, ich frage mich immer noch, wie man... Weil wegsicheln können wir die nicht. Können wir die fällen? Nein. Ach, warte mal. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, wir hatten doch... Apropos, Leute. Ein Fullset. Sammler lieben es. Ein Fullset von Mineralien. Nice Scheiße. Okay, warte. Wo ist denn das? Direkt an der Küste, ne? Warte mal. Also würde ich jetzt so deuten, von der Optik her. Hafen. Also für mich sieht das so aus. Also ich quasi hier. Warte mal. Ja. Warte mal. Kann man nicht, ne? Ja, oder ich deute das halt falsch und das ist doch woanders. Das sieht aber aus wie hier. Ja doch, das müsste doch hier sein. Muss man eventuell... Oder ist das hier irgendwo? Warte mal.
Das kann man aber auch echt schwer deuten, finde ich. Aber es sieht halt aus, als wenn das hier wäre. Da ist das, aber da steht eine Einzelpalme. Vielleicht ist es doch woanders.